Hier ist Ronja und wir sind irgendwo gelandet. Im Nirgendwo. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier bin. Warum zur Hölle ich auf diesem Berg bin? Ich erinnere mich an nichts aus den letzten paar Stunden. Ich weiß gar nicht, wie ich hierher gekommen bin und ich bin auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was ich jetzt hier suche. Aber ich gucke mich einfach mal ein bisschen um. Da war eine Kiste. Okay, da ist eine Kiste und da ist ein Pfeil. Wir sehen den Pfeil, wir sehen die Kiste. Das ist ein gutes Zeichen, okay? Vielleicht verrät das uns irgendwas, weil ansonsten bin ich ganz ehrlich, außer viel Berg sehe ich hier nichts. Also, nee. Okay, gucken wir mal in die Kiste rein. Okay, wir kriegen ein Schwert, goldenen Apfel, eine Nachricht. Okay. Okay, also. Und ein paar Fackeln. Ich ziehe mir erstmal meine Rüstung an. Und wir nehmen mal das Schwert hoch. Und die Pfeile und den Apfel, die brauchen wir jetzt hier nicht direkt. Und dann lesen wir mal. Okay. Ich habe leider nicht viel Zeit, dir alles zu erklären. Deswegen hier erstmal die Kurzfassung. Du musst alle Splitter des Kristalls finden, bevor es zu spät ist. Bevor was zu spät ist? Das erste Bruchstück befindet sich in einem Dorf ganz hier in der Nähe. Okay, das ist wahrscheinlich der Pfeil, schätze ich mal, der dann da drauf zeigt. Oh, alle Splitter des Kristalls. Von wem ist die Nachricht? Wer hat mir das geschrieben und wer. Hä? Ich bin so verwirrt. Okay, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich hierher gekommen bin und. Scheinbar haben wir eine Mission, okay? Scheinbar müssen wir in das Dorf. Okay, das sehe ich jetzt sogar schon. Ich meine, sieht ganz süß aus, aber ist jetzt nichts Besonderes. Ich wüsste jetzt nicht, warum in dem Dorf ausgerechnet so ein besonderer Kristall aufbewahrt werden soll. Also, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber wir können uns das ja auf jeden Fall mal anschauen und dann finden wir vielleicht eine Lösung. Aber es scheint halbwegs unbelebt zu sein. Ich sehe hier ehrlich gesagt einfach gerade niemanden. Vielleicht folgen wir einfach mal dem Weg stattdessen. Die laufen nicht irgendwo in der Gegend rum. Dann können wir hier nämlich hoch. Oh, hier ist jemand. Hier ist tatsächlich jemand. Hi, guten Morgen. Hallo Reisender, was bringt dich in unser kleines, bescheidenes Dorf? Ja. Ich habe die Mission erhalten, wenn das so, also, wenn man das so sagen kann, so ein Kristall einzusammeln. Haben Sie davon vielleicht irgendwas gehört? Bewahren Sie hier im Dorf irgendein Kristall auf? Du interessierst dich also für den Kristall. Richtig, genau. Also du weißt, wovon ich rede? Ich habe einen Vorschlag. Einer unserer Dorfbewohner wurde letztens von einigen heimtückischen schwarzen Rittern entführt. Wenn du sie rettest, kriege ich den Kristall. Okay. Klar, mache ich. Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Hilfe. Nimm diese Ausrüstung, sie wird dir auf deinem Weg helfen. Alles klar, gut, dann nehm ich die mit. Dankeschön. Ein bisschen Brot, ein paar Fackeln. Weißt du was? Ein bisschen Brot, ein paar Fackeln. Nehme ich mit, können nicht schaden. Dann habe ich auch eine volle Lederrüstung. Dann bin ich bestens geschützt gegen Angreifer. Und ich habe mein Schwert, ich habe meinen Bogen. Alles klar. Hat er gesagt, wohin wir müssen? Ich glaube nicht. Aber gut, ist in Ordnung. Wir finden schon eine Lösung. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal auf diesen Berg hoch, auf dem wir jetzt hier angekommen sind. Weil ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Aussichtsturm gewesen. Können wir von da schauen, ob da irgendwie, keine Ahnung, irgendein Gebäude ist oder irgendwas, was aussieht wie, als wären die schwarzen Ritter da gewesen. Gucken wir uns jetzt hier einmal um und schauen, ob wir irgendwas Verdächtiges bemerken. Das ist die Statue, die haben wir schon gesehen. Das ist das Dorf. Hier ist die Wüste. Hier geht es weiter zum Stein. Ich schaue mal auf der anderen Seite nochmal. Vielleicht sehen wir da mehr. Okay, wir schauen hier nochmal. Hier, wie gesagt, Wüste. Hier geht es weiter. Bäume, Wald. Oh, da hinten, oder? Seht ihr das? Das sieht aus wie ein Turm. Und da sind Fackeln. Das sieht aus wie eine menschlich erbaute Festung. Also ich würd Geld darauf wetten, dass das der Punkt ist, wo wir hin müssen. Das heißt, da klettern wir hier mal runter. Ich hoffe, das ist nicht allzu bewacht. Also ich habe jetzt auch nur ein Holzschwert. Aber ich glaube nicht. Also ich sehe hier jedenfalls nicht allzu viel. Und hoffe einfach mal aufs Beste. Ich meine, wird schon gut gehen. Oh, hier ist ein kleiner Hund. Hallo Hund, wie geht's dir? Bewachst du die Festung? Ja, nein, gemischt? Okay, er redet nicht mit mir. Überraschung.
Hier geht's bestimmt irgendwo rein, oder? Ich guck mich mal um. Hier geht's rein. Oder? Ist das der Eingang? Okay, hoch war, glaube ich, nicht allzu viel. Das heißt... Ah, hier geht's runter. Ich wollte schon sagen, sonst hätten wir uns hier ganz schön verlaufen gehabt. Ich nehme mal lieber mein Schwert in die Hand. Sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht von irgendwelchen Angreifern hier, ne? Angegriffen werden. Das wäre ja auch nicht so schön. Vielleicht ist hier auch einfach keiner. Also ich weiß es nicht. Es wird vielleicht einen Grund haben, warum die Dorfbewohner hier nicht selber hingehen wollen. Ist das da ein Kuchen? Das ist ein Kuchen. Die haben hier einen Kuchen. Die haben hier ein kleines Festmahl. Was ist in der Richtung? Nix außer absoluter Dunkelheit. Okay. Schön. Dann gehen wir lieber mal den Fackeln entlang. Auch wenn die hier so wirklich so platziert sind im Sinne von, hey, Lockenlöcher in der Falle. Okay, wisst ihr was? Wir gehen hier nochmal runter. Wir schauen uns das hier nochmal an. Oh Gott, ich habe Angst, es wird dunkel. Oh nein, ist hier jemand? Nein. Alles. Schnell wieder hoch, okay. Ich gehe schnell wieder hoch. Es muss ja nicht sein. Wir müssen ja nicht unser Leben aufs Spiel setzen, okay? Wir können ja erstmal den ausgeleuchteten Gang lang gehen. Und wenn da nichts ist, dann sehen wir weiter, nicht wahr? Also, wir haben hier die Fackeln. Wir haben einen Schalter an der Wand, okay. Hier sieht es nicht aus, als wäre hier irgendwo eine Falle. Wir aktivieren den mal. Oh, ich glaube, es ist einfach nur die Lampe angegangen. Gut, das ist jetzt ja nicht so tragisch. Hier sieht alles halbwegs harmlos aus. Hier ist noch so ein Schalter, den machen wir auch mal an. Um ein bisschen für Helligkeit zu sorgen. Oh, warte, hallo! Oh mein Gott! Warte, das war ja echt easy. Die haben wahrscheinlich gedacht, hier kommt keiner. Hi, ich würde dich echt gern retten, aber ich hab nichts, um die Gitter hier abzubauen. Hast du irgendeine Idee? Eine Kiste? Oh, in der Kiste ist eine. Okay, okay, okay. Das ist doch was. Okay, dann nehmen wir den Rost. Nehmen wir mal mit. Warum denn noch nicht? Ich meine, warum denn nicht? Das können wir ja vielleicht alles noch gebrauchen. Dann baue ich das hier mal ab, schätze ich. Hi! Helena heißt sie. Hallo, wer bist du? Ich bin Ronja. Ich bin hierher geschickt worden von deinen Dorfmitbewohnern. Ich komme, um dich zu retten. Das ist wunderbar. Vielen Dank für die Rettung. Geh du schon mal vor. Ich komme dann gleich nach. Alles klar, ich baue dir hier noch den unteren Eisenbahren ab. Und dann sehen wir uns im Dorf wieder, schätze ich mal. Bis dann. Gut, das war jetzt... vielleicht waren die einfach zu faul, hier rumzulaufen. Warte mal, hier ist noch eine Kiste. Ah! Ja, nehme ich. Okay, das Zombie-Flash brauche ich jetzt nicht unbedingt. Knockback können wir nehmen und... nehmen wir. Danke. Alles klar. So. Und dann machen wir jetzt hier schnell raus, bevor die Wachen wiederkommen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, hier sind irgendwo eigentlich Wachen und die sind einfach nur stationiert gerade. Und wir waren einfach wirklich super, super lucky, dass wir die umgangen haben. Ich nehme schon mal wieder das Schwert in die Hand. Sicher ist sicher. Machen wir uns auf den Weg hier raus. Ich hoffe, der geht's gut. Oh, es ist schon dunkel geworden. Hui, okay. Waren wir so lange unterwegs? Ich glaube nicht. Vielleicht schon, das kommt mir einfach nur nicht so vor. Zurück zum Dorf geht's, glaube ich, in die Richtung. Dann frage ich die mal, ob ich da vielleicht eine kleine Unterkunft bekomme. Ich meine, ich habe immerhin, habe ich hier das Mädchen gerettet, die Helena. Und ich meine, dann haben die ja wohl das Mindeste, was die machen können, ist ja wohl mir ein Bett anbieten, damit ich da übernachte. Ich meine, dann sollten wir den Kristall kriegen, richtig? Ich weiß ehrlich gesagt, was machen wir, wenn wir den Kristall haben? Wem geben wir den? Also kommt dann vielleicht jemand? Kriege ich noch eine Nachricht? Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier wieder rein. Okay, wir haben es geschafft, wir haben sie gerettet. Sie müsste jetzt wieder auf dem Weg hier ins Dorf sein. Das heißt, ist es okay, wenn ich mich hier einfach irgendwo umgucke und mir ein Bett suche? Ich denke schon, oder? Ja, okay, okay. Gut, dann suchen wir uns jetzt hier einfach mal irgendein Haus, was ein Bett drin hat. Das wäre nämlich ganz vorteilhaft. Dann könnte ich hier nämlich ein kleines Schläfchen halten. Ich glaube, ich gucke vorher einfach nochmal. Oh, hier sind tatsächlich dann sogar mal Leute. Ich suche jetzt mal ein Haus. Vielleicht das hier mit dem langen Schornstein. Oh, hier ist Helena. Hi. Oh, warte. Ich komme rein. So, Moment. Das heißt, die haben hier einen Eingang. Die lassen mich bestimmt hier. Oh, die haben die Tür sogar noch offen gelassen. Hallöchen.
Nochmal vielen Dank für die Rettung. Als Zeichen meines Dankes, nimm diesen Kristall, den in der Kiste hier. Und kein Problem, ich helfe ja, wo ich kann. Okay. Okay, das ist der Kristall. Der sieht ja hübsch aus. Der sieht ja echt schön aus. Und gibt's da irgendwie vielleicht, also ich würde gern mehr erfahren. Die Legende unseres Dorfes besagt, dass er vor Urzeiten vom Himmel gefallen ist. Falls du mehr darüber wissen möchtest, musst du unseren Gelehrten fragen. Okay, ja, das klingt nach einer guten Idee. Wo finde ich den denn? Er ist leider vor einigen Tagen auf eine Mission im Nordwesten des Dorfes aufgebrochen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Oh, okay, dann ist es okay. Ich lasse wahrscheinlich den Kristall dann nochmal kurz hier, während ich mich auf den Weg zu dem mache. Kann ich hier irgendwo einfach schlafen? So, das war's dann mit der ersten Folge Minecraft Amnesia. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr Vorschläge oder Ideen habt, wie es hier weitergehen könnte, dann würden mich eure Theorien in den Kommentaren sehr interessieren. Falls ihr neu hier seid, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich lade jeden Tag 13 Uhr neue Videos hoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!